بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Aufrichtigkeit in unseren Taten und in unseren Aussagen. Und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ajma'in, beziehungsweise wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moel hat eine Anfrage geschickt, um in dein Live-Video aufzutreten. Willst du mit mir live gehen, Bruder? Hast du uns was zu sagen? Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Also inshallah, wir wollen heute inshallah weitermachen mit dem Buch Die großen Sünden, Kitabul Kabair von Imam al-Zahabi rahmatullahi alayhi. Und inshallah, damit wir mal mit diesem Buch inshallah weiterkommen. Und ja, der Bruder möchte gerne mit live gehen. Okay. Was denkt ihr? Was hast du uns zu sagen, Bruder? Weil ich wollte eigentlich das Buch jetzt weitermachen. Vielleicht kannst du mir sagen, was du vorhast oder was du gerne machen willst, inshallah, dann schauen wir mal. Normalerweise kein Problem, aber wir haben jetzt wirklich einen Vortrag. Ja. Erzähl, Bruder. Gib ihm doch 5 Minuten. Ja, ja. Ja, jetzt schreibt einer auf Instagram, will auch gerade einer mit reingehen. Oder war das der Londoner hier? Ich meine, wenn ich weiß, dass das Brüder sind, die... Was ist los hier? Was ist los bei dir in London, Kollege? Ja, was ist los bei euch? Barakallahu fikum und jazakum allahu khairan. Bitte nimm mich rein. Ja, vielleicht kannst du mir ja erstmal sagen, oder? Einfach mit reinnehmen. Du hast ein paar Fragen an dich. Bruder, ganz ehrlich, wenn dann von mir aus am Ende des Vortrags, aber nicht jetzt. Und du kannst dir vielleicht die Fragen schon mal stellen. Also ich wollte sowieso vielleicht inshallah ab morgen inshallah jeden Freitag Fragen beantworten und vorher schon, dass man die Fragen stellen kann, und dann suche ich mir inshallah die ganzen Fragen aus, die wir dann dran nehmen, beziehungsweise wenn es nicht viele sind, kann man auch dann während des Vortrags. Der Bruder schreibt gerade, er hat Waswas. Inshallah rede ich darüber auch morgen, über Waswas, über Einflüsterung, weil es haben irgendwie sehr, sehr viele. Okay, inshallah. Wir fangen an mit dem Vortrag. Wir sind heute, inshallah, fangen wir an mit der... machen wir weiter mit den großen Sünden. Und wir sind heute... Bei welcher Sünde sind wir heute? Irgendwas mit 50, oder? لباس الحرير والذهب للرجال إسبال الإزار. Genau, wir haben beim letzten Mal hatten wir das Beleidigen, ja, die Sünden von Al-Khuruj, also das Rebellieren, Takfir zu machen mit großen Sünden etc. Und dann haben wir über Adhiyat al-Muslimin geredet, wa shatmuhum, also das Beleidigen der Gläubigen. Und dann hatten wir die große Sünde
die 51. große Sünde, und zwar Adiyatu Awliya Allahi Ta'ala wa Mu'adatuhum. Haben wir dran genommen, oder? Die Awliya, die Nahestehenden Allahs Azza wa Jal, anzufeinden. Okay, dann sind wir heute inshallah bei der 53. großen Sünde. Und die 53. große Sünde im Buch, im Buch von Imam al-Dhahabi rahmatullahi alayhi ist Isbal al-Izari ta'azzuran wa nahwu. Und zwar ist das, dass man als Mann die Kleidung, sei es ein Izar, sei es ein Gewand, wie das, was ich jetzt hier anhabe, ein Gewand, sei es auch Hosen, was auch immer Männer anziehen, und diese Kleidung ist über den Knöcheln, ist länger als Knöcheln. Ja, so das ist es über, ja, es ist länger als die Knöchel, also bis zum Boden oder bis zur, ja, bis zum, bis unter dem, in der, die Fuß Unterseite oder so, also bis zum Boden zum Beispiel. Auf jeden Fall alles, was unter der Fuß, außer den, unter den Knöcheln ist. Inshallah, er hat wirklich bei diesem Kapitel sehr, sehr viele Hadithe gebracht, und es ist ja eigentlich auch verwundernswert einerseits, ne, wenn man jetzt bedenkt, wir reden gerade über die großen Sünden, wofür man bestraft wird am Tag der Auferstehung, eventuell sogar dafür in die Hölle kommt, und dann, dass man dann sowas, ja, andere Sachen sind ja ersichtlich und logisch, dass es aber auch eine große Sünde ist, weil das eine schlimme Sache ist, aber wenn man jetzt bedenkt, ein Mann trägt einfach Kleidung, die unterhalb der Knöcheln ist, also unterhalb der Knöchel geht, dann hört sich das ja eigentlich an, als wäre das eigentlich nichts Schlimmes. Aber inshallah, ich werde inshallah nicht alle Hadithe lesen in diesem Kapitel, weil sich vieles wiederholt oder ähnlich ist. Aber inshallah werden wir dann im Laufe der Hadithe inshallah erkennen, warum das verboten ist und was die Gelehrten darüber sagen. Allah subhanahu wa ta'ala hat als erstes einen Vers gemacht vom Koran und dann Hadithe vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er brachte den Hadith, den Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Luqman, Vers Nummer 18, wo Allah sagt, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, und gehe nicht auf der Erde umher, oder gehe nicht prahlend auf der Erde umher. Ja, prahlend auf der Erde umher. Ja, also angeberisch. Und dann brachte er Hadithe, den ersten Hadith, den er gebracht hat, ist der Hadith, wo der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ مَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ. Alles, was unter, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, alles, was unter den Knöcheln ist, vom Izar, von der Kleidung, die man unten trägt quasi, ja, und das kann so eine Art, Izar ist so eine Art, ich weiß nicht, ob jemand von euch das vielleicht kennt, was die Indonesier, ja, in manchen, in Indien, also in Asien, in Südostasien getragen wird, quasi die Männer tragen keine, ja, unter dem Gewand, wenn sie überhaupt ein Gewand anhaben, dann tragen sie darunter keine Hose an, sondern oft oder meistens tragen sie ein Sarong. Also ich weiß nicht, in Indonesien, in Malaysia, glaube ich, heißt das Sarong. Ja, das ist so nur ein Stück, ein Tuch, ein großes Tuch, und das sind so Tücher, die man so umwickelt und danach dreht man sie fest quasi, ja. Und das ist sowas nennt man Sarong, das ist so ähnlich wie ein Izar. Ja, aber es ist eigentlich egal, ob das ein Izar ist oder was auch immer man trägt. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt in diesem Hadith, ma asfala min al-ka'bayn, das, was unter den Knöcheln ist, min al-izar, vom Izar, von dieser Kleidung, ist im Höllenfeuer. Ja, fafinnar. Der Hadith ist authentisch überliefert bei Bukhari. Nächster Hadith, waqala sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru Allah ila man jarra izarahu batara, rawahu Bukhari wa Muslim. Bei Bukhari und Muslim ist überliefert, da sagte der Prophet Muhammad s.a.w., Allah azza wa jal wird jemanden nicht anschauen, der sein Izar, seine Kleidung trägt, ja, yajurruhu, ja, jarra heißt hinter sich herziehen, wie eine Braut, eine Frau, eine Braut zum Beispiel, die ein Brautkleid anhat, was macht sie? Die zieht das hinter sich her auf dem Boden, sie schleift das hinter sich her, ja, ein Mann, der sowas macht, Allah Azza wa Jalla wird ihn nicht anschauen. Ein Mann, der ein langes Gewand trägt, das sogar auf dem Boden hinterher, ja, das ist eine Art der Prahlerei, das machen ja normalerweise was, vielleicht kennt man das von den Filmen von damals, das machen so die Könige,
und vielleicht die sehr, sehr reichen und ja, Königsfamilie oder so, prahlerisch, angeberisch etc. Und hier steht auch das Wort am Ende, derjenige, Allah wird denjenigen, den ich anschauen, der sowas trägt, Batara, ja, Batara, so prahlerisch, ja, prahlerisch, ja, genau, oder Paschas oder so, genau. Nächster Hadith, wa qala sallallahu alaihi wa sallam, thalathatun la yandurullahi ilayhim, ilayhim yawm al-qiyamati, wa la yuzakkihim, wa lahum adabun alim, al-musbilu wal-mannan, al-musbilu wal-mannan, وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلَفِ الْكَاذِبِ رواه مسلم. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in diesem authentischen Hadith, der überliefert wurde bei Sahih Muslim, er sagte, Allah azza wa jalla wird drei Arten von Menschen am Tage der Auferstehung nicht anschauen. Der erste, Al-Musbil. Al-Musbil ist genau das, worüber wir heute reden. Der Mann. Das ist nur für Männer, dieses Verbot ist nur für speziell für Männer, nicht für Frauen. Ja? Den ersten, den Allah Azza wa Jalla am Tage der Auferstehung nicht anschauen wird, ja, nicht anschauen, damit ist auch gemeint, nicht anschauen mit einem Allgemeinen, nicht anschauen, und damit ist aber auch gemeint, Allah wird ihn nicht anschauen mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Vergebung, ja, aber hier steht, Allah wird drei Arten von Menschen nicht anschauen. Erste, Al-Musbil ist derjenige, der Kleidung trägt, die über den Knöcheln geht. Ja, die länger als, also Männer, die Kleidung tragen, die über die Knöcheln gehen. Ja, das Verb heißt Isbel. Isbel, ja. Al-Musbil ist derjenige, der das macht. Ja, derjenige, der es so trägt. Al-Musbil. Der zweite, den Allah nicht anschauen wird, ist Al-Mannan. Al-Mannan ist derjenige, der etwas spendet oder jemandem hilft und dann hält er es ihm vor. Ich habe dir geholfen. Weißt du noch? Weißt du noch, dass ich dir, als ich dir geholfen habe, dass ich dir gegeben habe, dass ich dir, ja, jemand, das ist für Männer und Frauen, ja, jemand, der spendet und danach, er sagt den Leuten, ey, ich habe dir geholfen. Jemand, der muss auch nicht eine Spende sein, ja, jemand hilft dir beim Umzug oder hilft dir bei irgendeiner Sache und später erhält es dir immer vor, ja. Das ist eine große Sünde im Islam und darüber haben wir schon mal geredet, ja, Menschen zu helfen und es ihnen dann vorzuhalten, ja. Das ist die Nummer 2 in diesem Hadith. Und Nummer 3 ist derjenige, der schwört, ja, wir sagen mal auch, derjenige, der schwört, wenn er seine Ware verkauft, ja. Und zwar, er schwört und lügt dabei. Zum Beispiel auf dem Markt, du willst von ihm eine Sache kaufen und er sagt dir, bei Allah, ja, bei Allah, ich habe das und das selber, er sagt dir, ich habe diesen, ja, dieses Glas, sagen wir mal, das wäre jetzt ein Handy, ich habe dieses Handy selber für 100 Euro gekauft und ich verkaufe es dir für 120, ja, und er sagt dir, Wallahi, ich schwöre bei Allah, ich habe selber 100 Euro bezahlt, okay, ich habe selber 100 Euro bezahlt, ich verkaufe es, und er schwört darauf und er hat das nicht für 100 gekauft, ja, er sagt das nur, damit der Käufer nicht ihn unter 100 Euro drückt quasi, dass er ihm mehr gibt, obwohl er selbst, er hat vielleicht nur 50 oder 10 oder 80 bezahlt, aber er lügt und schwört dabei, ja. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, diese drei Arten von Menschen, Allah wird sie am Tage der Auferstehung nicht anschauen. La yanduru ilayhim. Nummer 1, erste Strafe. Erste Strafe, ja, ist, Allah azza wird sie nicht anschauen. Wa la yuzakkihim. Allah wird sie nicht läutern, Allah wird sie nicht reinigen. Wa lahum adhabun alim. Und sie haben eine schmerzliche Strafe. Nummer 3, Allah schaut sie nicht an. Und Allah wird sie nicht reinigen und nicht läutern. Und als drittes, Allah wird ihnen eine schmerzliche Strafe geben. Die Leute, die drei Arten von Menschen, die diese Sünden machen. Möge Allah bewahren. Der nächste Hadith. وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجلة مرجل رأسه يختال في مشيته إذا خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة متفق عليه. Ja, der Hadith ist auch absolut authentisch überliefert bei Bukhari und Muslim. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, als ein Mann unterwegs war und er lief, ja, er ging, رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه. Ja, und er ging eine Art und Weise, wie er ging, prahlerisch. Ja, prahlerisch, mit Schmuck oder so, und tu'jibuhu nafsuh, er liebt sich selbst, ja, selbst lieben, selbst
Ja, er hat sich selbst quasi bestaunend, vielleicht kann man das so sagen, ja. Tu'jibu nafsu hat, ja. Und dann sagte der Prophet Mohammed s.a.w. weiter, und der seinen Kopf, sein Haupt erhebend, ja, Nase nach oben quasi. Und yachtalu fi, ja, angeberisch in seiner Gangart, ja, so, keine Ahnung, entweder Brust raus oder Kopf nach oben, Nase nach oben und eine Gangart selbstverliebt, ja, sowas in der Art, genau. Ja, selbstverliebt, angeberisch, prahlerisch. Was mit diesen Menschen passiert? Idha khasafa Allahu bihil ard, ja, fahuwa yatajaljalu fiha ila yawm al-qiyamah. Und was ist dann passiert? Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Person vom Erdboden verschlucken lassen. Ja, die Erde hat sich geöffnet, Allah hat ihn bestraft im selben Augenblick. Warum? Wegen dieser Eigenschaft, die Allah verabscheut bei Menschen. Ja, die Eigenschaft der Hochmütigkeit. Ja, dass jemand hochmütig ist, prahlerisch ist, denkt, dass er der Beste ist, dass er besser ist als die anderen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn im selben Augenblick bestraft. Und zwar hat er die Erde öffnen lassen und er wurde vom Erdbogen verschluckt. Und so wird er bestraft darin, sagte der Prophet Muhammad sallam, so wird er bestraft darin, ila yawm al-qiyamah. Ja, ein Beweis für was? Für die Strafe im Grab. Ja, manche Sekten glauben nicht an die Strafe des Grabes. Hier war ein weiterer Hadith authentisch überliefert bei Bukhari und Muslim, ja, dass diese Person bestraft wird bis zum jüngsten Tag. Nonstop wird er bestraft bis zum jüngsten Tag. Möge Allah bewahren. Hier sind noch sehr, sehr viele Hadithe zu diesem Thema. Aber ich überlege, dass wir inshallah einfach vielleicht nehmen wir inshallah noch ein oder zwei Hadithe ganz kurz zu diesem Thema und dann können wir inshallah zum nächsten Thema inshallah gehen. Barakallahu fikum. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبار في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه الترمذي بإسناد صحيح وأبو داود والنسائي وابن ماجه. Der Hadith auch authentisch überliefert, in dem Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, derjenige, barakallahu fikum, der Isbal macht, derjenige, der seine Kleidung, und hier wurden mehrere Sachen genannt, sein Isar, ja, dieses Kleidungsstück, was man unten rum, ja, um die Hüfte trägt bis zum Boden, oder sein Qamis ist zum Beispiel das hier, was ich jetzt trage, ja, also ein Gewand quasi, oder seine Imama ist sein, ja, der Prophet Muhammad sagte hier, man jarra minha shay'an khuyala, la yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamah. Derjenige, der etwas davon prahlerisch hinter sich zieht, ja, oder ein Teil davon, auch nur ein Teil davon, prahlerisch trägt, ja, Allah wird ihn nicht anschauen am Tage der Auferstehung. Ja? Allah wird ihn nicht anschauen am Tage der Auferstehung. Und die meisten Hadithe hier haben einen ähnlichen, sind ähnlich in dieser Sache. Außer zum Beispiel bei einem Hadith, vielleicht können wir noch einen nehmen. Und zwar der Hadith, wo ein an Abi Huraira radiallahu anhu, قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. رواه أبو داود وهو على شرط مسلم إن شاء الله تعالى. Und ja, der Hadith auch bei Abu Dawud überliefert, nach den Regeln quasi von Imam Muslim. In diesem Hadith, liebe Geschwister, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sah, wie ein Mann betete. Ja, er sah, wie ein Mann betete. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu diesem Mann gesagt, geh und mach mal nochmal neu Wudu. Ja, nochmal neue Gebetswaschung. Dann ist der Mann gegangen.
und ist gekommen und hat neue Gebetswaschung und Wudu gemacht. Da hat der Prophet Mohammed zu ihm nochmal gesagt, geh und mach nochmal Wudu. Dann hat er nochmal Wudu gemacht. Ja? Und dann haben die Sahaba ihn gefragt, oh Rasulullah, du hast ihn gefragt, dass er nochmal Wudu machen soll. Dann hat der Prophet Mohammed gesagt, ja, das war deswegen, weil er betete, وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ. Ja, das, er hat gebetet und sein Izar, seine Kleidung, war unter den Knöcheln. Und Allah, und wahrlich, Allah akzeptiert nicht das Gebet von jemandem, der seine Kleidung trägt unter den Knöcheln. Ja, das ist natürlich nur für Männer. Frauen können ihre Kleidung haben bis zum Boden oder länger als Boden, ist kein Problem. Aber das ist hier nur für Männer. Und dann gibt es nochmal den Hadith, ich brauche den nicht zu lesen, aber ist auch ein Kapitel. Und zwar, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, dass Abu Bakr seine Kleidung getragen hatte und sie war unter den Knöcheln. Wo ist der Hadith nochmal? Stimmt hier irgendwo in dem Kapitel. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري genau, hier ist das. Ja? Im Hadith, ich sage mal kurz den Hadith, der drüber ist. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. Ja? Das Wortlaut hatten wir ungefähr schon mal. Derjenige, der seine Kleidung trägt, خيلاء, angeberisch, prahlerisch, Allah wird ihn nicht anschauen am Tage der Auferstehung. Ja? Der es ja nie hinter sich zieht, auf dem Boden. Ja? Dann hat Abu Bakr zum Prophet Muhammad gesagt, O Gesandte Allahs, Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi, ja, illa an ata'ahadahu. Der hat, ganz, ganz kurz, Barakallahu fikum, ich mache mal ganz kurz hier die Kommentare deaktivieren, so, ja, zum Glück kann man das machen, wenigstens auf Instagram, ich wünsche, dass diese Leute hier von Facebook irgendwann mal diese Rechtsleitung bekommen, dass sie das auch anbieten, dass man das deaktivieren kann. Auf jeden Fall hat der Prophet Muhammad sallam, hat Abu Bakr gesagt, oh Gesandte Allahs, mein Izar, diese Kleidung, die ich, also mein Gewand oder mein, ja, ist auch oft unter den Knöcheln, außer dass ich die ganze Zeit es hochziehe oder so, ja, weil er war schlank, sehr, sehr schlank, Abu Bakr radiallahu anhu, ja, und er sagte, außer dass ich es, außer dass ich jedes Mal darauf aufpasse und hochziehe und so. Dann hat der Prophet Muhammad zu ihm was gesagt? Faqal innaka lasta mimma yaf'aluhu khuyala. Der Hadith überliefert bei Bukhari und Muslim. Der Prophet bestätigte und sagte, oh Abu Bakr, du trägst, auch wenn du es so hast, du trägst es nicht prahlerisch, ja, nicht aus Hochmut heraus. Und deswegen, liebe Geschwister, muss ich euch hier jetzt sagen, dass es in dieser Angelegenheit Meinungsverschiedenheit gibt zwischen den Gelehrten. Es gibt Gelehrte, die sagen, das ist einfach haram und fertig, weil der Hadith ist so gekommen und so gekommen, ja, mit den Wortlauten prahlerisch und ohne prahlerisch, ja, dass es haram ist und dass es eine große Sünde ist im Islam. Und deswegen, manche Gelehrte haben die Meinung, man darf das nicht, fertig. Und dann gibt es die anderen Gelehrten, die sagen, man darf das nicht, wenn man das prahlerisch macht, wenn man das macht angeberisch. Ja, und ich würde denken jetzt, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Menschen, die das jetzt hier so tragen, Hosen, Jeans oder was auch immer, von den Männern, die das tragen unter den Knöcheln, dass sie das nicht tragen, man trägt ja nicht eine Hose unter den Knöcheln, weil man angeben will oder so. In der Regel ist das natürlich nicht, außer dass es vielleicht in anderen Ländern vielleicht, ne? Es gibt ja Länder, wo man zum Beispiel immer Qamis anzieht, ja, in manchen Ländern auf der arabischen Halbinsel, Saudi-Arabien oder anderen Ländern, wo das zum Beispiel normal ist, dass man solche Kleidung trägt, so Gewänder und so, ja. Und da kann es sein, dass es einen anderen, Hukm hat. Ja, ein anderes Urteil hat im Islam. Weil ein Hukm kann sich ändern von Zeit zu Zeit und von Ort zu Ort. Aber darüber reden wir inshallah vielleicht morgen während der Fragestunde oder später inshallah. Ja, aber diese Sache, liebe Geschwister, darin gibt es Meinungsverschiedenheit und das sollten wir inshallah wissen.
Aber derjenige, der Prophet Mohammed sagte zu Abu Bakr, der Prophet sagte zu ihm, du machst das nicht, Khoyala. Ja, aber einer von uns, Allahu alam, ja, Allah weiß. Deswegen nur mal sicher zu gehen, um nur mal sicher zu gehen, diese große Sünde nicht zu machen, sollte man quasi versuchen, seine Kleidung nicht unter den Knöcheln zu tragen. Und auch wenn es nicht Mode ist, dann ist es die Mode des Islams und die Mode des Paradieses, inshallah. Und die Mode des Propheten Mohammed ist sowieso die beste Mode, wissen wir ja alle. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt eine Sache der Religion ist. Es ist nicht eine Sache der Religion für Männer, ein Gewand anzuziehen. Das ist keine Sünde an sich. Ja? Ein Gewand anzuziehen, wie ich jetzt zum Beispiel oft anziehe bei den Vorträgen, diese Gewänder anzuziehen, ist keine Sünde des Islams an sich. Ja? Sondern es ist eine Sunnah Jabaliyah, eine Aada. Ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das getragen, weil das die Tracht war der Araber. Das war ein Kleidungsstück der Araber. Ja? Und Tradition, ja, traditionelle Kleidung. Und solange das nicht im Gegensatz zu der Religion steht, dann ist es kein Problem. Wenn es zum Beispiel andere Länder, andere Gebiete, keine Ahnung, Bosnien oder Tschetschenen oder keine Ahnung, oder Afghanen, wenn die eine andere Tracht haben, die islamisch gesehen passt von der Kleidung her, ja, man kann die Aura ist bedeckt, es ist kein Fitna darin, es ist kein Problem darin, dann ist es islamisch gesehen auch kein Problem. Dann ist es auch, ja. Natürlich kann man belohnt werden, wenn man extra Sachen macht, die nicht unbedingt zur Religion gehören, wie jetzt zum Beispiel diese Kleidungsstücke, ja, aber man macht sie mit der Absicht, dem Prophet Muhammad zu folgen, jeder Sache zu folgen, weil man ihn liebt, weil man die Sünde liebt, etc., dann bekommt man inshallah extra Belohnung, aber an sich, per se, ist das keine Ibadah-Sache, keine Sunna der Religion direkt. Und wie gesagt, daran gibt es Meinungsverschiedenheit. Derjenige, der eine andere Meinung hat, inshallah, ist kein Problem, aber inshallah, ich wollte ja das nur sagen, dass es darin auch beide Meinungen gibt. Aber nur mal sicher ist man definitiv, wenn man inshallah von dieser Kleidung inshallah sich entfernt oder versucht, das nicht zu machen, ja, die über den Knöcheln die Kleidung über die Knöcheln zu tragen. Und inshallah, dass wir auch wissen, ja, weil wir haben gerade den Hadith gehabt, und der Hadith ist authentisch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, in Allah la yaqbalu salata rajulin aw salata musbilin. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in diesem Hadith, dass das Gebet einer Person nicht angenommen wird, die so eine Kleidung trägt. Da muss man aufpassen. Ja? Nicht, dass du jetzt Leute siehst, du gehst in die Moschee, da wo ihr wohnt, vielleicht eine türkische Moschee oder so, da gehst du rein, einfach 99% haben alle Sachen über die, ja, Kleidung über die Knöcheln, und dann sagst du denen, eure Gebete alle sind nicht angenommen, und man fängst eine Schlägerei an oder wirst rausgeschmissen oder so. Man kann diese Sachen nicht einfach so übernehmen und dann ein Urteil fällen, weil diese Sachen heißen nicht unbedingt, dass das Gebet nicht komplett angenommen wird. Ja, es kann sein, dass das Gebet, das damit gemeint ist, es kommt immer von Hadith zu Hadith drauf an, und was ist im Scharh, was im Scharh steht, in der Erläuterung des Hadiths. Es kann sein, dass die Belohnung weniger ist. Es kann sein, dass es, ja, es können viele verschiedene Sachen, bei manchen Sachen bedeutet das wirklich das, was da steht. Wie zum Beispiel der Hadith, kein Gebet ohne Wudu. Ja, derjenige, der ohne Wudu betet, sein Gebet ist auch nicht angenommen, 100% nicht. Ja, weil das eine Bedingung ist des Gebets. Aber wenn man zum Beispiel solche Hadithe hat oder andere Hadithe, die ähnlich sind, dann muss man die Erläuterung anschauen, was die Gelehrten darunter, ja, geschrieben haben, was damit gemeint ist ganz genau. Und oft ist damit zum Beispiel gemeint, auch zum Beispiel der Hadith, dass jemand, der beispielsweise Alkohol trinkt, seine Gebete werden beispielsweise 40 Tage nicht angenommen oder so. Ja? Das heißt ja nicht, dass er nicht beten soll. Nein, er muss beten. Er muss beten, aber er bekommt vielleicht seine Belohnung nicht, die komplette Belohnung, aber er hat seine Pflicht gemacht, dass er Muslim ist, Muslim bleibt. Ja? Deswegen muss man diese Sachen inshallah richtig verstehen. Okay, gehen wir inshallah zur nächsten Sünde. Die nächste Sünde ist Al-Kabiratu Al-Thalithatu Al-Khamsun, die 53. große Sünde im Buch. Und hier Libasu Al-Hariri Wal-Dhahabi Lir-Rijal. Und zwar ist das Gold, ja, Libasu Al-Harir, Seide zu tragen für Männer, Seide und Gold zu tragen für Männer. Qala Allahu Ta'ala, Wal-Libasu Al-Taqwa Dhalika Khair. Als erstes erbracht er den Vers, wo Allah sagt im Koran, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ Surat al-A'raf, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und die Kleidung der Gottesfurcht ist besser. Und die Kleidung der Gottesfurcht ist besser.
Und dann brachte er die Hadithe, und der Nabi sallallahu alaihi wa sallam, man labis al-harira fi dunya, lam yalbasu fi al-akhira. Muttafaqun alayh. Derjenige, der Seide anzieht in der Dunya, er wird keine Seide anziehen dürfen in der Akhira, im Jenseits. Und zwar ist damit natürlich hier, sind damit nur die Männer gemeint, weil für Frauen ist das ja erlaubt. Ja? Derjenige, der von den Männern Seide anzieht, hier in dieser Welt, für ihn wird Seide verboten sein im Paradies. Ja? Seide. Wie, was heißt Seide? Seide ist ein Stoff, ganz kühl, kalt, schön eigentlich sozusagen. Und das ist ja, Allahu a'lam, vielleicht, das sind auch diese Hadithe, manchmal die Leute, ja, oder Jugendliche vielleicht manchmal verstehen das falsch, so, ja, was interessiert mich, Gold. Ja, es gibt noch Hadith zum Beispiel im Hadith, authentisch, dass du ein Haus bekommst im Paradies, hier werden die Häuser aus Steine gebaut, ein Stein kostet ein paar Cent, ja, ganz billig. Im Paradies wird ein Haus gebaut für dich, ein Stein aus Gold, ein Stein aus Silber, ein Stein aus Gold, ein Stein aus Silber, echtem Gold und echtem Silber, ja. Der eine oder andere sagt, was ist das denn, das sieht ja so kitschig aus oder billig aus, oder, ja. Ja, warum? Weil er denkt jetzt mit seinem Kopf hier in Dunya, er stellt sich das vor, ein Haus mit Gold und Silber, so ein Stein Gold, ein Stein, ein... Erstmal, er sollte immer darüber nachdenken, den Wert von diesem Haus. Stell dir mal vor, ein Goldbarren, so ein Ding, keine Ahnung, ich würde sagen, Allahu a'lam, ja, ich weiß nicht ganz genau, aber ich würde mal schätzen, mindestens 100.000 Euro, mehr sogar bestimmt. Also ich hatte, glaube ich, wie viel hatte ich noch mal? So vor Jahren hatte ich mal so ein paar Goldmünzen in der Hand gehabt. Die waren so ungefähr 30.000 Euro wert. Ja? Nur ein paar Münzen, 30.000 Euro. Und deswegen, yani, Allah, wenn es so ein Brocken ist, ja, so ein ganzer Brocken aus Gold, keine Ahnung wie viel, das ist ja locker mal ein Kilo oder mehr. Ja, Allah, stell dir mal vor, dein ganzes Haus ist gebaut aus echtem Gold. Ja? Das heißt, es ist, erstens vom Wert her ist das schon, ja, auch wenn das leer steht, ist es schon milliardenwert. 100% milliardenwert. Ja? Abgesehen von allem. Aber das, was wir auch denken müssen, ist, man darf, was die Akhira angeht, das Jenseits angeht, man darf nicht mit seinem Kopf nachdenken. Warum? Weil erstens, Akhira ist das, was wir uns nicht vorstellen können. Ja? Im Paradies, Erdbeeren, Bananen gibt es auch im Paradies. Aber diese Erdbeeren im Paradies haben mit den Erdbeeren hier in Dunya nichts zu tun. Nur der Name ist gleich. Ja? Und vielleicht, ja, aber das ist einfach komplett was anderes. Es ist unvorstellbar einfach. Es ist einfach, und deswegen darf man das nicht so vergleichen. Und zweitens, derjenige, der dieses Haus baut, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Der Architekt quasi von diesem Haus im Paradies mit Gold und Silber ist Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, das kann man auch nicht vergleichen mit diesen billigen Häusern, die wir hier in Dunya kennen. Und deswegen muss man die Sachen richtig verstehen. Ja? Auf jeden Fall, kommen wir zurück zum Thema. Zweiter Hadith. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. Ja? الخلاق هو النصيب. Derjenige, der Seide anzieht in Dunya, er wird keinen Anteil haben in der Akhira. Er wird keinen Anteil haben in der Akhira, bei Bukhari und Muslim überliefert. وقال صلى الله عليه وسلم حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي ووحل لإناثهم. صحه الترمذي. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt in diesem authentischen Hadith, es ist verboten worden für die Männer von meiner Umma, dass die Kleidung oder das Schmücken, Kleidung und Schmuck von Seide und Gold. Es ist verboten worden für die Männer meiner Umma und es ist erlaubt worden für die Frauen meiner Umma. Ja? Es ist verboten worden für die Männer meiner Umma und es ist erlaubt worden für die Frauen meiner Umma. Ja? Für die Frauen erlaubt, für die Männer verboten. Okay, und noch ein Hadith, inshallah. وقال صلى الله عليه وسلم من شرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. سبحان الله. Schaut, yani, manche Sachen, والله, man versteht das vielleicht nicht mit seinem Verstand. Ja, warum dieses große Verbot oder diese Strafe für so eine Tat? Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist Hakim. Allah weiß, was er macht, und das ist seine Religion und das ist seine
In manchen Hadithen steht nicht Ebon, aber so wie wir gerade gesagt haben, in den Hadithen, die wir gerade gehabt haben, über die Kleidung über den Knöchel zu tragen. Ja? In manchen Hadith steht einfach, derjenige, der trägt Kleidung über den Knöchel, Allah wird ihn nicht anschauen, er wird schmerzliche Strafe kriegen. In manchen Hadithen, ja, steht, derjenige, der es macht, aber prahlerisch, angeberisch, ja, er ist hochmütig. Dann sieht man den Sinn dahinter. Ja? Was macht Allah? Verabscheut, dass Menschen hochmütig sind, Prahler sind, Angeber sind. Ja, und denken, die sind besser als andere. In manchen Sachen, wie hier zum Beispiel, manchmal steht nicht unbedingt der Grund, warum, aber... Nein, die dürfen nicht prahlerisch. Bei einer Frau ist es gar nicht prahlerisch. Bei einer Frau zum Beispiel, wenn die so, sich so kleidet, dann ist es nicht prahlerisch, sondern sie bedeckt ihr Körper. Und das sind diese Ahkam, diese Regeln, die ändern sich. Ja? Die sind bei Männern, schaut, es gibt manche Sachen sind halal für Männer, haram für Frauen. Manche sind haram für Frauen, sind halal für Frauen, sind haram für Männer. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla hat einfach Mann und Frau verschieden erschaffen. Ja? Haben beide die gleiche Aufgabe auf der Welt. Nicht einer ist eine Gläubige, die ins Paradies geht, ist besser als alle Männer, die in die Hölle gehen. Und ein Mann, der Ärmste, ein Sklave, der ins Paradies geht, ist besser als alle Frauen auf dieser Erde, egal wie reich, egal wie schön die sind, wenn die in die Hölle gehen. Ja? Das hat jetzt keinen Unterschied von in dem Sinne, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat Mann und Frau verschieden erschaffen, hat jedem verschiedene Qualitäten gegeben, verschiedene Stärken gegeben. Ja, eine ist stark bei diesen Sachen, der Mann ist stark bei diesen Sachen und jeder hat verschiedene Aufgaben. Und im Grunde genommen, die meisten Ahkam in der Religion, alles, was in der Religion gekommen ist, ist für Mann und Frau. Außer, wo es spezifisch steht, wie jetzt hier zum Beispiel. Ja, wie in dem Hadith jetzt hier, nur für Männer, nur für Frauen zum Beispiel. Jumu'ah. Die Männer müssen zur Moschee, die Frauen müssen nicht. Die können, aber müssen nicht. Ja? Wenn es Jihad gibt, der Mann muss, die Frau muss nicht. Wenn, ja? Und so weiter und so fort. Es gibt viele Sachen im Islam, wo Allah subhanahu wa ta'ala das verschieden geklärt hat. Warum? Weil es einfach, ja, weil Allah das Ganze weiß. Ja? Wenn Frauen und müssen beide raus müssen, ja, wer bleibt dann bei den Kindern? Wenn beide kämpfen müssen. Ist, ja, und so weiter und so fort. Es gibt viele verschiedene Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala so geregelt hat. Und egal, was Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat an Regeln, in egal welcher Hinsicht, Allah also ist allweise, allwissend und ist nicht ungerecht, sondern ist absolut gerecht. Hier in diesem Hadith, barakallahu fikum, wo haben wir den nochmal? Hier in diesem Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der trinkt von einem goldenen oder also ein Gefäß, ja, Ina ist ein Gefäß, ein Glas quasi, Becher oder so. Oh. Speicher ist okay. Okay. Derjenige, der trinkt von einem Gefäß aus Gold oder Silber, fi aniyati dhahabi wal fidda, إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. In Wirklichkeit, er hat in seinem Bauch Feuer aus dem Höllenfeuer. Ja? Er hat Feuer aus dem Höllenfeuer. Das ist das, was er trinkt und das, was er in seinen Bauch, in seinen Magen lässt. Und der Hadith ist authentisch überliefert. Also das zeigt wieder, dass es absolut verboten ist, aus Bechern oder Gefäßen zu trinken aus Gold oder Honig. Das machen normalerweise auch wer? Könige oder so, ja? Könige, Angeber, Prahler. Ja. Ja, Gold und Silber. Gold und echt Silber, genau. Man darf nicht davon essen. Gehen wir zu der nächsten Sünde. Al-Kabiratu al-Rabi'atu al-Khamsun. Die 54. große Sünde im Buch ist Al-Abdu al-Abiqu wa Nahu. Und zwar ist das der Sklave, wenn man Sklaven hat, haben wir ja heute nicht mehr, aber das ist eine große Sünde auf jeden Fall. Der Sklave, der von seinem Besitzer abhaut. Ja? Und so ähnlich. Und ähnliche Urteile. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة رواه مسلم. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, ein Sklave, ein Diener, ja, der abhaut von seinem Besitzer, ja, der abhaut von seinem Besitzer, kein Gebet wird von ihm angenommen. Authentisch überliefert bei Muslim. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة رواهما مسلم.
beide überliefert bei Muslim, ja. Ein Sklave, der quasi abhaut von seinem Besitzer, faqad bari'at minhu al-dhimma, ja. Und dann sagte der Prophet Muhammad s.a.w. im nächsten Hadith, in einem Hadith sagte er, la'an Allah man tawalla ghayra mawali. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Allah hat verflucht, derjenige, der den Sklaven verflucht, der zu einem anderen Besitzer als seinen eigenen Besitzer geht. Ja, der quasi einfach zu jemand anders geht und für jemand anders dient, obwohl er einen Besitzer hat quasi. Und dann nehmen wir noch ein Hadith in diesem, zu diesem Thema, inshallah. Einen letzten. ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه والمرأة الساخط عن عليها زوجها حتى يرضى والسكران حتى يصحو. Und in diesem Hadith, barakallahu fikum, liebe Geschwister, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, er sagte, von drei Leuten wird das Gebet nicht angenommen. Und keine gute Tat wird, ja, wird so in den Himmel erhoben quasi. Nummer 1, der Sklave, der von seinem Herrn, von seinem Besitzer abhaut. Bis er zu seinem Herrn zurückgeht. Und die Frau, dessen Ehemann mit ihr zornig ist, bis er wieder zufrieden ist. Und Nummer 3, und der Betrunkene, oder besser gesagt der Berauschende, ja, derjenige, der betrunken ist oder berauscht ist, ja, Alkohol, Drogen, bis er wieder erwacht. Diese drei Leute, kein Gebet wird von ihnen angenommen und keine gute Tat geht hoch in den Himmel, bis sie diese Sünde wieder davon ablassen. Aber was ich inshallah dazu kurz noch sagen wollte, ist, dass derjenige, der zum Beispiel der Sklave, der abhaut, er muss trotzdem beten. Auch wenn sein Gebet nicht angenommen ist, er muss trotzdem beten. Der Betrunkene, der muss nicht beten. Wenn er besoffen ist, darf er gar nicht beten. Er soll gar nicht beten, weil er ist besoffen. Er weiß gar nicht, was er da macht. Ja? Aber er muss beten. Und zwar sobald er wieder weiß, dass er da ist, dass er seinen Verstand wieder hat, muss er beten. Aber in der Zeit wird sein Gebet nicht angenommen, keine gute Tat angenommen, egal was er macht. Und der Dritte, und das Dritte ist die Frau, die Ehefrau, wenn ihr Mann auf sie zornig ist, ja, dann wird von ihr kein Gebet angenommen, muss trotzdem beten, ja, und keine gute Tat wird emporgehoben, in den Himmel steigen. Aber, liebe Geschwister, man muss dann aufpassen, ja, man darf das auch nicht falsch verstehen. Manchmal ist der Mann zornig, aber mit Unrecht, ja, mit Unrecht. Und ich will jetzt hier nicht in diese Thematik reingehen, Recht, Unrecht und Eheprobleme, weil das ist ein viel, viel zu großes Kapitel und etc. Aber zum Beispiel jetzt, der Mann möchte von der Frau, dass sie etwas macht, was haram ist. Ja? Und sie macht das nicht und er ist auf sie sauer. Ja? Das zählt natürlich nicht. Ja? Er möchte von ihr, dass sie, keine Ahnung, ein Haus auf ihren Namen kauft mit Zinsen. Oder keine Ahnung, oder eine Couch oder was auch immer mit Zinsen. Sie sagt, nein, mache ich nicht und er ist sauer. Oder er möchte von ihr, dass sie ihm im Einkauf, keine Ahnung, Zigaretten, Alkohol kauft. Und er sagt nein. Ja, und sie sagt ihm nein. Wenn er sauer ist auf diese Art und Weise, wenn er auf sie zornig ist, mit Unrecht, dann zählt natürlich diese Sache nicht. Ja? Dann zählt das nicht. Aber wenn er zum Beispiel einfach von ihr eine normale Sache verlangt oder, ja, oder ganz... Und sie muss eine Sache eigentlich, sie muss ihre Pflicht erfüllen und sie tut es nicht in solchen Sachen oder sie gibt ihm seine Rechte nicht, etc., dann kann das natürlich, kann diese Sache eintreten. Okay, gehen wir zur nächsten Sünde, inshallah. Al-Kabiratu, Al-Khamisatu, Al-Khamsun. Die 55. große Sünde im Kapitel. Also die Fragen bitte, wenn dann zum Schluss stellen, Bruder Baraklofik, ja. Und zwar ist das, man dhabaha li ghayri Allah ta'ala, mithl an yaqul bismi sayyidi Sheikh, ja, bismi sayyidi
Sheikhi, zum Beispiel. Die 55. große Sünde ist die Sünde, wo Allah subhanahu und das Kapitel heißt, man dhabaha li ghayrillah, derjenige, der für jemand anders schlachtet oder schächtet, außer Allah. Man dhabaha li ghayrillah. Und dann hat er als Beispiel gesagt, als Beispiel, mithl an yaqul, beispielsweise sagt er, du hast falsch gesagt, oder was? Ja, beispielsweise sagte er, dass er zum Beispiel sagt, dass er sagt Bismillah, statt dass er sagt Bismillah, also im Namen Allahs, er sagt im Namen meines Sheikh, meines Sayyid, ja, meiner, von einer, zum Beispiel bei den Sufis oder so, ja, ich schlachte dieses Tier im Namen meines Sheikhs oder so. Und liebe Geschwister, das ist hier auch eine Form von Schirk, ja, von großem Schirk. Zu schlachten für jemand anders außer Allah ist großer Schirk. Man fliegt raus aus dem Islam. Ja, das ist, wenn man das weiß. Also hier diese großen Sünden, ja, die erste große Sünde im Buch ist der Schirk, Götzendienerei. Ja. Und im Buch sind Sünden, sind ja alles große Sünden. Egal, ob es Schirk, Kufr oder große Sünde ist, wo man nicht aus dem Islam fliegt. Aber das ist auch hier eine große Sünde im Islam, aber das ist hier Schirk, großer Schirk. Ja. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. In Surah Al-An'am sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und isst nicht von dem, worüber Allahs Name nicht gesprochen wurde, bei der Schächtung, ja, beim Schlachten. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, und wahrlich, es ist Frevel. Ja, und wahrlich, es ist Sünde, es ist Frevel, es ist eine Sünde. Okay, und dann kommen wir inshallah zum, es sind auch nur zwei Hadithe, die er hier gebracht hat, oder drei. Also, in diesem Hadith hier sagte er, فَاسْتَخْرَجَ صَحِيفَةً مِنْ سَيْفِهِ فِيهِمَا هَذَا مَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَلَعَنَ اللَّهُ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُنْتَقِصُ مَنَارَ الْأَرْضِ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ. In diesem Hadith sagte der Prophet Muhammad Allahs Gesandter sallallahu alaihi hat gesagt, dass Allah verflucht denjenigen, der für jemand anders schlachtet, außer für Allah. وَمَنْ تَوَلَّ غَيْرَ مَوَالِيهِ, und derjenige, der, also ein, wie wir gerade hatten, ein Sklave quasi, der sich nicht zu seinem Besitzer, zu seinem Herrn zuschreibt. Ja? وَلَعَنَ اللَّهُ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ, und verflucht hat Allah derjenige, der schlecht ist zu seinen Eltern, derjenige, der seinen Eltern nicht ehrt oder ungehorsam ist. Allah verflucht diesen ebenfalls. Und Allah verflucht denjenigen, der die Grundstücke quasi, wenn du ein Grundstück hast, und du nimmst ein Grundstück von deinem Nachbarn, ja, auf unrechte Art und Weise, derjenige, der die Grundstücksrisse quasi, oder die, wie nennt man das nochmal, die Grundstücke quasi verändert oder verschiebt auf unrechte Art und Weise, derjenige, der quasi Land klaut von anderen, ja, diese sind alle verflucht. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهَ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ. Und in diesem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Allah also hat denjenigen verflucht, der für jemand anders schlachtet, außer Allah. Ja? Al-Kabiratu al-Sadisatu al-Khamsun, die 56. große Sünde im Buch. Man ghayyara manar al-Ard, derjenige, der die Grundstücke quasi verändert mit Unrecht. Ja, das, was wir gerade im Hadith hatten. Ja, لعن في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ja, im Hadith von Ali رضي الله عنه wurde derjenige verflucht, der die Grundstücke quasi verändert. Ja, und dann وروى عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من غير تخوم الأرض لعن الله من كمه الأعمى عن السبيل لعن الله من سب والديه لعن الله من عمل قوم لوط. In diesem Hadith, liebe Geschwister, hat der Prophet Muhammad s.a.w. auch mehrere Menschen verflucht. Ja? Er sagte hier, La'an Allah man dabaha li ghayrillah. Das ist eigentlich nur der Shahid, das, was wir eigentlich brauchen in diesem Kapitel. Allah hat derjenige, der für jemand anders schlachtet außer Allah, ist verflucht. Und dann La'an Allah man ghayra tachumul ard. Ja? Derjenige, der die Grundstücke quasi, die Grundstücksrisse, verändert und klaut an Grundstücken klaut oder der dann verwickelt ist. Ja, es muss ja nicht unbedingt derjenige sein, dass du dein Grundstück vergrößert. Es kann sein, dass es ja, dass du zum Beispiel das zusammen machst mit Leuten, die bei der Behörde arbeiten. Ja, das ist vielleicht hier in Europa oder in Westeuropa selten, aber in islamischen Ländern, Afrika, Asien und so, in den ärmeren Ländern ist das eine gängige Art. Ja, dass man Leute kennt. Beim Bauamt oder dem Bürgermeister oder ja, ganz große Tiere, wirkliche Tiere in echtem, ja, die sich bestechen lassen und die solche Sachen machen. Ja. Sie schreiben dann einfach, okay, dieses Grundstück gehört dem und dem und sie bringen manchmal zum Beispiel 12 Zeugen, das kenne ich zum Beispiel auch von in Marokko machen die das, ich glaube in anderen Ländern auch, ja, die bringen eine Anzahl an Zeugen, die bezeugen vor Gericht alle Lügner, alle bezahlt. 12 Leute, 12 Zeugen, alle 12 sind verflucht. Ja, alle 12 sind verflucht. Manchmal ist der Richter mit da drinne und Leute vom Bauamt, alle bestochen. Ja, alle haben Geld kassiert und alle gehen sie vor Gericht und unterschreiben, ja, dieses Grundstück gehört dem so und so, diese Person. Und der hat sie alle bestochen. Und dann nimmt er dort 1 Hektar oder 10 Hektar oder so. Und dieses Grundstück kostet, keine Ahnung, 1 Million, 10 Millionen Euro. Und er gibt den allen 1.000 Euro, 5.000 Euro, dass sie alle Falschaussage machen vor Gericht. Und das Grundstück gehört dann weder ihm noch seinem Vater noch irgendjemandem von seiner Familie. Und die lügen. Und alle diese Leute, die damit zu tun haben, alle sind sie verflucht. Ja? Alle machen große Sünden, egal wer damit zu tun hat. Ja? Und dann nehmen sie sich Grundstücke, reißen sich Grundstücke zu ihrem Besitz und werden zu Millionären, aber alles gestohlen, was anderen Menschen gehört. Und manchmal gehen dann diese anderen Menschen, subhanallah, vor Gericht und klagen. Und diese Fälle sind manchmal jahrelang, sogar jahrzehntelang. 10, 20 Jahre ist das vor Gericht. Und derjenige, dem das gehört, er hat keinen Zugriff auf sein eigenes Grundstück, weil bei diesen Sachen oft sogar ja, hohe Tiere, dreckige Tiere mit drin sind, die dort die Papiere alle gefälscht haben und geändert haben. Und das sind solche Sachen. Aber auf jeden Fall, das ist eine große Sünde im Islam. Ja? Diese Grundstücke und Erde sich anzueignen, was einem nicht gehört und so weiter und so fort. Und dann wurde hier noch gesagt auch, La'an Allah man sabba walidayh. Er ist verflucht, derjenige, der seine Eltern beleidigt, der ist verflucht. Ja? Und noch ein Beweis hier, dass zum Beispiel Homosexualität, ja, Homosexualität und hier in dem Hadith ist das Schwulsein damit gemeint. Und hier sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La'anallah man amila amala qawmi Lut. Ja? Allah hat verflucht denjenigen, der die Tat macht von dem Volk von Lot. Ja, und da haben wir immer diese Leute, die immer sagen, meistens sind das ja die Schwulen, die dann sagen, die sich dem Islam zuschreiben und die sagen, ja, aber es steht gar nicht weder im Koran, es steht nirgendwo, dass es verboten ist. Ja, ganz ehrlich, ich frage mich, was für ein Buch die gelesen haben. Also ich, ganz bestimmt nicht der Koran und ganz bestimmt nicht die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil der Koran und die Sunna sind voll davon. Ja, Allah hat dieses ganze Volk, hat er ja komplett bestraft, ja. Eine komplette Bestrafung für die komplette Stadt, subhanallah, weil die diese Sünde gemacht haben. Und das steht im Koran und ein Prophet wurde zu ihnen entsandt, und zwar Lot alaihi salam. Ja, und zwar Lot alaihi salam. Er wurde zu ihnen entsandt,
wegen dieser Sünde, dass sie damit aufhören und dass sie das nicht tun und dass das eine schlimme Sünde ist und so. Das steht alles im Koran. Und die sagen dir einfach, das ist nicht verboten. Ich weiß, Wallah, ich weiß nicht, was für ein Buch die gelesen haben, aber wahrscheinlich haben sie sich da irgendwie vergriffen in der Bibliothek oder da, wo sie waren. Wallahu a'lam. Aber auf jeden Fall so viele Hadithe, die dann eindeutig sind, dass es eine der größten Sünden sogar ist. Und die Sünde, dass sie, und die Sache, dass sie sagen, es ist keine Sünde, ist noch eine größere Sünde als das Schwulsein selbst. Ja? Das zu halal zu erklären, ist noch eine schlimmere Sünde, ist eine Kuffersache. Ja? Damit fliegt man eher raus. Ja? Man rein theoretisch, wenn einer schwul ist, möge Allah bewahren und diesen Leuten Gesundheit und Rechtleitung geben, die so ein Problem haben. Aber ja, dass sie schwul sind, sie könnten rein theoretisch können sie Muslime sein. Ja? Wenn er das einsieht, dass es eine Sünde ist, er betet, er fastet, er hat Tawhid, ja, er hat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah und er praktiziert es auch quasi, er macht eine große Sünde und kann trotzdem Muslim sein. Ja? Aber das Urteil zu verändern, zu sagen, das ist halal, das steht gar nicht im Koran, damit fliegen sie raus aus dem Islam. Warum? Weil sie erklären eine klare Sünde, die jeder Muslim weiß auf dieser Erde. Ma'lum. Das ist ein Wissen, was jeder Muslim auf dieser Erde haben muss. Kopftuch zu tragen, Alkohol ist verboten, ja, und solche Sachen. Das sind so Pflichtwissen für jeden Muslim auf dieser Erde. Kannst du gar nicht sagen, ich wusste das nicht. Ja, eine Sache, die jeder Muslim weiß und ganz, ganz klar von Koran und Sunna hervorgeht und ein Konsens aller Muslime, ein Konsens aller Gelehrten, ein Konsens aller Sahaba. Ja, es gibt gar keinen Schlupfloch, gar kein, ja, wo man diese, ja, und dann sagen sie, dann ist halal, das halal zu machen, was Allah haram gemacht hat, ist eine Kuffersache, eine Kufferangelegenheit, wo man aus der Religion rausfliegt. Die Tat selber nicht, die Tat selber ist eine große Sünde, aber du bist doch Muslim, subhanallah. Allah muss sein. Okay, inshallah machen wir noch ein Kapitel oder reicht das? Wie lange haben wir schon gemacht? Wie lange haben wir gemacht? Könnt ihr mir bitte reinschreiben? Wir haben nicht 21 angefangen, ne? 10 nach? 10 nach 20. Okay, dann müsste das locker mal eine Stunde sein oder knapp eine Stunde, oder? Okay, 57 Minuten, ganz genau, 57 Minuten 30. Okay, khalas, inshallah, dann würde ich auch sagen, dann machen wir jetzt hier vielleicht Schluss mit dem Vortrag und machen inshallah dann nächste Woche mit dem Buch auch weiter. Vielleicht machen wir es auch einfach einmal die Woche, inshallah, bis wir das Buch inshallah zu Ende haben und da die Geschwister gefragt haben, ob wir Fragen beantworten, inshallah, können, dann machen wir das inshallah. Und lass wir jetzt hier die Instagram-Geschwister wieder reinkommen. Okay. Also, da hat ein Bruder gefragt, eine Frage gestellt vorhin. Habe ich irgendwas gesehen hier? Ich suche es mal ganz kurz raus. Was bedeutet im Koran, gedenkt mir, wie ihr eure Väter gedenkt oder mehr? Im Koran steht eigentlich nicht gedenkt, sondern liebt. Ja? Oder? Umin Nasmi Surat al-Baqarah. Halt ein bisschen den Vers, oder? Yuhibbuna kama yuhibbuna kama tuhibbuna kama yuhibbuna aba'ahum. Nein, warte mal, nein, das ist ein anderer Vers. Gedenkt mir, wie eure Väter gedenkt, oder mehr. Au ashadda dhikra, dieser Vers. Abdullah? Ja. Au ashadda dhikra, sag mal den Vers. Ja. Wie fängt er an? Au ashadda dhikra. So endet er. Ich weiß nicht, wann er anfängt. Sag du. Yuhibbuna hum kama yuhibbuna abna'ahum. Nein, das ist nicht dieser Vers. Au ashadda dhikra.
Nee, es war Lübecker, ist es, glaube ich. Das ist auch so Lübecker. Ja. Noch. يقولوا يا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومن ما يقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سورة البقرة. Sag mal nochmal. Abdullah, weiß nicht. أو أشد ذكرى. أو أشد ذكرى. Sag mal. Ja, sag mal, wie fängt der Vers an? ومن الناس من يقولوا genau, فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Genau, ja. فَذْكُرُوا اللَّهَ, ja. So gedenkt Allah Azza wa Jal, wie ihr Allah gedenkt, oder noch mehr, ja. Oh. Gedenkt, gedenkt, فَذْكُرُوا اللَّهَ, فَذْكُرُوا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. So gedenkt Allah, so wie ihr euren Väter gedenkt oder noch mehr als das. Ja? Das meint ja nicht. Von Surat al-Imran. Nein, von Baqarah. Aber? Ja. Eine Seite davor, die. Mhm. Ja. Ja. Das meint ja nicht Allah Azza wa Jal. Wa min nas man yattakhidhu. Ja. Min dunillahi andadan. Nein, ich meinte nicht diesen Vers. Barakallahu fik, Bruder. Ja, dass man Allah subhanahu wa ta'ala noch mehr gedenkt und mehr als man seine Vorväter, seine Väter, seine Vorväter quasi über sie spricht und sie lobt etc. Ich habe da jetzt eine andere Frage gestellt. Genau, an welchen Stellen des Gebets kann man Dua machen? Du kannst Dua machen, Barakallahu fik, Bruder. Du kannst Dua machen, Nummer 1, was sehr, sehr bekannt ist, was viele türkische Geschwister nicht machen und nicht machen sollen von ihren Hodjas, Imamen und so, was aber nicht richtig ist, ja, was definitiv ein Fehler ist, das ist zum Beispiel im Sujud. Ja, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, im Sujud ist der Mensch, der Diener, seinem Schöpfer am nächsten. Dann sagt er, فَأَكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاء. Ja, so macht viel Dua, wenn ihr im Sujud seid. Allahs Gesandter hat uns den Befehl gegeben, viel Dua zu machen in dieser Position, weil wir sind in dieser Position Allah am allernächsten. Ja? Und deswegen ist es eine Sunna und richtig, Dua zu machen, zum Beispiel, wenn man im Sujud ist. Wo man auch Dua machen kann, ist im Rukur. Das wissen vielleicht viele nicht. Ja? Wobei, im Rukur sollte man mehr Allah lobpreisen. Ja, es gibt ja nicht nur, viele von uns kennen ja vielleicht nur Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Aber es gibt ja noch viele andere Sachen, die man sagen kann von der Sunnah. Ja, der Prophet Muhammad s.a.w. hat auch gesagt zum Beispiel Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati wal Ruh. Ja, das kann man übrigens in beiden sagen, im Rukur und im Sujud. Ja, das ist eine Lobpreisung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das kann man in beiden sagen. Da gibt es im Rukur zum Beispiel auch eine andere, die man sagen kann, was ein Dua ist. Ja? Man sagt Subhana Rabbi al-Azim, Subuhun Qudus Rabbul Malaikati wal-Ruh, Subhana Rabbi ja, das ist immer das Problem. Ja, wenn ich das im Gebet, weiß ich das, jetzt im Vortrag fällt es mir selber nicht ein, aber am Ende sagst du Rabbi ighfirli. Ja? Im Rukur, wenn du im Rukur bist, ja? Du preist Allah und dann sagst du ihm, oh Allah, vergebe mir. Ja? Im Rukur, das ist auch eine Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber im Allgemeinen ist der Rukur, wenn man sich beugt vor Allah, eine Position, wo man viel Allah lobpreisen sollte. Ja, viel Allah lobpreisen sollte. Und im Sujud sollte man ihn lobpreisen, aber vermehrt Dua machen. Vermehrt Dua machen. Okay? So. Dann machen wir inshallah vielleicht einfach abwechselnd. Ja, ich mache abwechselnd inshallah einen Moment. Ich mache mal erstmal vom Instagram irgendwas hier. Was kam es hier für Fragen? Wenn ein Käfer Salam alaikum sagt, sagt man alaikum salam, was sagt man bei Leuten, die an Allah glauben, sagen sie, aber beten nicht und so weiter. Also ganz ehrlich, allgemein, wenn jemand zu dir Salam alaikum sagt, entweder sagst du zu ihm, und der ist kein Muslim,
dann sagst du zu ihm entweder wa alaikum, ja, wa alaikum, und für dich das Gleiche, ja, und für dich das Gleiche. Aber ganz ehrlich, wenn du zum Beispiel, wenn du einen Kollegen hast auf der Arbeitsschule irgendwo, der ist kein Muslim und der weiß, dass wir uns so grüßen und der sagt das wirklich richtig. Er sagt Assalamu alaikum, ja, und der meint das auch so, Friede sei mit dir. Dann kannst du ihm auch rein theoretisch wa alaikum assalam sagen. Ja, ist auch kein, ist nicht haram, ist nicht verboten eigentlich. Und das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, da haben die Juden, die haben zu ihm gesagt, Assalamu alaikum. Nicht Assalam, sondern Sam. Sam heißt ja Gift, Tod. Ja? Und Aisha radiallahu anha, als sie es gehört hat, sie wurde sauer. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wa alaikum. Und für euch ist das Gleiche. Ja? Ebenfalls. Ja? Er hat gesagt, ebenfalls. Ganz einfach, easy, fertig. Ja, sie haben ihm gesagt, statt dass sie ihm sagen, Friede sei mit dir, haben sie ihm gesagt, der Tod oder ja, Gift, der Tod soll mit dir sein. Dann hat er gesagt, ebenfalls, ja, für dich ist das Gleiche. Und bei ihm ist es nicht angenommen und die Dua des Propheten hat es nicht angenommen. Also im Endeffekt hat er sich nur selber Schaden zugefügt, dieser Yahudi damals, der das gesagt hat. Aber auf jeden Fall, ja, aber weil er auch das Wort verändert hat, ja, von Salam auf Sam. Salam, Sam. Sam ist ja Gift, Tod, und ist was anderes. Aber wenn du jetzt einen Kollegen hast, der quasi wirklich Salam alaikum sagt, kannst du auch alaikum salam sagen, Wallahu alaikum, ist kein Problem. Ja. Ups. Okay. Eine Selma in Indonesia. Ahlan biki ya Selma. Salamat datang. Salamat datang heißt herzlich willkommen, oder? Herzlich willkommen heißt es. Warum auf Arabisch beten? Tomek sagt, warum soll man auf Arabisch beten? Weil das Barakallahu fikum, das Gebet ist, was uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. Ja, und darin betet man ja Koran, darin muss man ja Koran lesen. Und Koran ist nur auf Arabisch. Inna anzalnahu Koranen Arabiyan la'allakum, ja, la'allakum ta'qilun oder tafqahun. Ja. Wahrlich, wir haben den Koran herabgesandt in arabische Sprache, sodass ihr verstehen möget. Oder dass ihr versteht. Sodass ihr versteht. Und Allahs Gesandte, das was ihm sagte, betet so, wie ihr mich habt beten sehen. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Ihr müsst so beten, wie ich bete. Ein Befehl. Allah hat das auch so gewollt. Na. Können Shayatin, die während der Ruqya zum Vorschein treten, zum Islam konvertieren? Vielleicht eine blöde Frage. Also ich würde jetzt nicht sagen, nein, können sie nicht. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber ganz ehrlich, ich habe auf jeden Fall von einigen Gelehrten gehört, von großen Gelehrten gehört, dass dieses mit den Dschinn zu reden, sie zum Islam einladen und so, dass das eigentlich nicht zur Sunna gehört und dass das eine... Und dass man gar nicht weiß, weil wir können die ja gar nicht sehen und so weiter und so fort. Und es ist nicht eigentlich, ist es nicht überliefert, dass die Sahaba radiallahu anhum sowas gemacht haben. Und dass das nicht zur Sunna gehört. Aber, Allahu alam, ich habe eigentlich nicht genug Wissen darüber, deswegen sage ich, Allahu alam. Ja, ich sage nur das, was ich gehört habe von Gelehrten, dass manche Gelehrte sagen, das ist nicht richtig. Dass man mit ihnen redet und dass man ja, sich mit denen unterhält und ihnen Glauben schenkt und was weiß ich, und er sagte, ja, wir sind jetzt hier in diesem Körper drin, zu zweit, zu zehnt und keine Ahnung, ich bin verliebt oder das und jenes. Allahu alam, woher soll man wissen? Das ist sowieso Verborgenes. Ja? Man kann das gar nicht, sehen und ob man es auch glauben soll oder nicht glauben soll, Allahu alam, ob man den glauben kann, vielleicht sind es Heuchler, Lügner, Kuffar, weiß man gar nicht. Deswegen, Allahu alam. Ja, aber hören kann man sie manchmal. Also ich habe schon auch mit Ruqya mit manchen Leuten gemacht, oder war dabei, wo Ruqya gemacht wurde und derjenige spricht mit einer ganz anderen Stimme, also eine Frau zum Beispiel spricht mit einer Männerstimme, ganz rau und wirklich Männerstimme, oder auch, dass diese Person eine andere Sprache spricht, ja, also du machst Ruqya mit jemandem und diese Person spricht auf einmal eine Sprache, die sie eigentlich nicht sprechen kann, ja, spricht auch einmal die Arabisch, obwohl der oder diejenige gar kein Arabisch kann. Ja, hört sich auf jeden Fall ein bisschen crazy an oder komisch an, aber ist halt so. Ja. Okay. Nix
Frage hier, Facebook. Was bedeutet Lügen aus Spaß? Lügen aus Spaß bedeutet, dass man lügt. Also das, was zum Beispiel verboten ist, ist, dass man lügt, um Leute zum Lachen zu bringen. Darüber gibt es authentische Hadith. Ja? Zu lügen, um Leute zum Lachen zu bringen. Das ist verboten. Und der Prophet Muhammad hat niemals gelogen, ja? Auch wenn er Spaß gemacht hat. Hat er immer die Wahrheit gesagt. Was es aber gibt, liebe Geschwister, Barakallahu fikum, dass die Zweideutigkeit, ja, die Zweideutigkeit, die der Prophet Muhammad selber zum Beispiel manchmal benutzt hat, wenn er auch zum Beispiel Spaß gemacht hat oder so, oder im Allgemeinen Zweideutigkeit zu sprechen. Zum Beispiel hat er zu dieser einen alten Frau gesagt, er hat zu ihr gesagt, alte Frauen kommen gar nicht ins Paradies, ja, oder alte Frauen gehen nicht ins Paradies, oder alte Frauen werden nicht im Paradies sein, ja. Ja, warum? Weil alle Frauen im Paradies werden jung sein, alle Menschen werden im Paradies jung sein und es gibt keinen, der alt sein wird. Ja? Also diese Zweideutigkeit. Sowas ist zum Beispiel erlaubt, das ist kein Problem. Aber jetzt extra zu lügen, um die Leute zum Lachen zu bringen. Allahu a'lam, was ist der Lohn eines Vergebenden? Jemand, der anderen Menschen vergibt, auf jeden Fall ist sein Lohn sehr, sehr gewaltig. Sehr, sehr gewaltig. Allah sagt im Koran in der dritten Sura, Abdullah, sagen wir mal, wie die Kapitel anfangen. Ein Kapitel, irgendwo Mitte von Al-Imran oder weiter. So, Ruba, ein Ruba, sag mal. Nee, weiter. Lentanen, weiter. Zweit oder dritt? وسارعوا genau بارك الله فيكم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يا ان ديزم فيرس سبحان الله ان ديزم فيرس بارك الله فيكم gibt es einen fetten Lohn, richtig fetten Lohn, und zwar was? Diejenigen, die vergeben, Allah liebt sie. Allah liebt sie. Allah sagt im Koran in diesem Vers, in Surat Al-Imran, das Haus Imran, dritter Vers, dritte Surat des Koran, das Haus Imran, Allah sagt darin, وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ und eilt zu der Vergebung eures Herrn, إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّ und zum Paradies, yani, عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, dessen Größe Himmel und Erde ist, ungefähr übersetzt in meinen Worten jetzt, أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, sie ist vorbereitet worden für die Gottesfürchtigen. Jetzt kommen die Eigenschaften der Gottesfürchtigen. Ja, dieses Paradies ist für die Gottesfürchtigen. Was sind ihre Eigenschaften? الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Erste Eigenschaft, sie spenden in guten und schlechten Zeiten. Sie spenden, wenn es ihnen finanziell gut geht, und sie spenden, wenn es ihnen finanziell schlecht geht. Ja, auch wenn sie selber schwach sind oder arm sind, trotzdem spenden sie. Das ist eine erste Eigenschaft. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ. Zweite Eigenschaft, wenn die zornig sind, ihren Zorn zurückhalten. Ja? Sich benehmen, sich unter Kontrolle haben. Ja? Nicht beleidigen, nicht fluchen, nicht schlagen, diese Eigenschaft von Heuchler, ja, nicht praktizieren quasi, ja, die ihre Wut unter Kontrolle halten und sich zurückhalten. Das ist die zweite Eigenschaft. Diejenigen, die spenden, guten und schlechten Zeiten, in beiden Situationen spenden. Nummer zwei, zweite Eigenschaft, die ihren Zorn zurückhalten. Nummer drei, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, und diejenigen, die den anderen Menschen vergeben. Ja, was passiert mit denen? Vergeben. Einer tut dir Unrecht, einer hat über dich schlecht geredet, einer hat dich angelogen, hat dich betrogen, hat dich keine Ahnung was. Du vergibst ihm. Du vergibst anderen Leuten. Ja? Jemand hat dir etwas angetan, du vergibst ihm. Die Vergebung, ja, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah liebt wen? Allah liebt die Gutestuenden. Die Muhsinin. Diejenigen, die diese Eigenschaften haben. Diejenigen, die diese Taten praktizieren, Allah liebt sie. Das heißt, das ist zum Beispiel eine große Belohnung, oder es reicht als Belohnung,
wenn am Ende dabei rauskommt, dass Allah dich liebt. Weil wenn Allah dich liebt, wird er dich nicht bestrafen. Naam. Wie heißt das Buch? Das Buch heißt Kitabu al-Kabair. Kitabu al-Kabair. Ja. Von Imam al-Dhahabi, rahmatullahi alayhi, ein Großgelehrter, ein Hafid, von einer der großen Gelehrten dieser Umma. Darf man Geschirr benutzen, welches nur mit Gold verziert ist, aber kein echtes Gold ist? Ja, wenn es nur verziert ist, ja, nur Verzierungen oder so, ja, kein echtes Gold ist kein Problem, inshallah. Wallahu ta'ala, ala wa alam. Oder goldene Farbe ist auch kein Problem. An was soll man denken während dem Gebet? Und kann Shaitan während dem Gebet etwas einflüstern? Ja, natürlich, es gibt sogar einen extra Shaitan, wer kennt seinen Namen, vielleicht könnt ihr den Namen reinschreiben. Es gibt extra einen Shaitan, der nur dafür beauftragt ist, Leuten beim Gebet einzuflüstern. Ja, Leuten beim Gebet einzuflüstern. Und woran soll man denken? Man sollte sich konzentrieren, versuchen daran zu denken, dass du gerade vor Allah stehst. Dass du gerade vor Allah stehst. Warum? Weil der Koran, ja, der Koran ist eigentlich, wenn du Koran liest, Allah redet mit dir. Der Koran ist ja Allahs Wort. Hat Allah, also hat das gesprochen mit Buchstaben und Ton. Allah hat das gesprochen. Wie? Auf eine Art und Weise, wie es zu seiner Majestät und zu seiner Vollkommenheit gebührt. Wie, wissen wir nicht. Aber Allah hat das gesprochen. Das sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Koran zu lesen, ja, ist, Allah redet mit dir. Im Gebet, du redest mit Allah. Du redest mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, du führst eine Konversation mit Allah subhanahu wa ta'ala. So wie es authentisch überliefert wurde in Sahih al-Bukhari, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der betet und im Gebet sagt, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah antwortet ihm und sagt, Hamidani Abdi. Und dann sagt der Abd, ja, also du sagst, Alhamdulillah Rabbil Alamin, alles Lob gebührt nur Allah Azza wa Jal. Allah antwortet dir und er sagt dir, mein Diener hat mich Lob gepreist. Ja, hat mich gelobt oder hat sich bei mir bedankt. Und dann sagst du, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dann sagt Allah Azza wa Jal, antwortet dir und sagt dir, Majjadini Abdi. Ja, mein Diener hat mich, ja, so mächtig gesprochen quasi, ungefähr. Ja, Maliki Yawmiddin und so weiter. Und dann sagst du, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdina as-sirat al-mustaqim. Sagst du, oh Allah, führe uns den geraden Weg. Und dann antwortet dir Allah. Allah sagt dann, mein Diener hat gefragt und ich werde ihm seine Frage erwidern oder erfüllen und so weiter. Und Allah redet mit dir. Das Gebet ist eine Konversation mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sollte man am Gebet versuchen, daran zu denken. Und gibt auch andere Hadithe, dass du weißt, dass Allah also vor dir steht. Ja, und Allah also ist vor dir in deinem Angesicht, solange du nicht an andere Sachen denkst. Ja, sobald du wieder an Dunya denkst, Allah hat das nicht nötig, Allah Azzawajal, yani ist nicht mehr in deinem Angesicht quasi vor dir. Aber du betest und versuchst immer wieder Khushu' zu haben und sich zu konzentrieren. Du versuchst daran zu denken, was du gerade sagst, diese Worte, die du sprichst, was das bedeutet. Ja, dass du gerade Allah bittest um Rechtleitung und dass du Dua machst, dass du ihn gerade lobpreist etc. Versuchen daran zu denken, was du gerade sprichst. Ja, und versuchen immer wieder zu konzentrieren. Immer wieder, wenn der Shaitan kommt oder die Dunya kommt und dein Nefs kommt, versuchst du immer wieder dich zu konzentrieren. Wallahu ta'ala ala wa alam. Okay. Das hatten wir schon. Gute Frage. Was ist, wenn man andere Klamotten mit Arroganz trägt? Also nicht unter den Knöcheln, aber zum Beispiel Markenklamotten. Ja? Markenklamotten zu tragen ist im normalerweise natürlich halal. Ist islamisch gesehen, ist nichts dagegen. Ja? Da kann man nichts dagegen sagen. Im Allgemeinen. Aber wenn man das trägt, wenn man diese Markenklamotten trägt, um anzugeben, um zu prahlen und sich besser zu fühlen als andere, und man denkt, man ist was Besseres, dann kommt man auch in diesen Wa'id rein, in diese Drohung und Sünde vielleicht, oder vielleicht darunter, aber trotzdem in Sünde. Weil allgemein hat Allah Azza wa Jal, wie wir am Anfang des Kapitels, die Ayah von Surat Luqman, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَا, Allah hat verboten, ja, und gehe nicht umher auf der Erde prahlerisch, und gehe nicht prahlerisch auf der Erde umher, ja, hat es verboten. Und dann steht auch, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ, Allah liebt nicht die Prahler, und diejenigen, die so umherlaufen, Allah liebt das nicht. Das heißt, Allah verabscheut das.
Und deswegen ist es auch eine Sünde, auch wenn es andere Klamotten sind oder eine andere Art und Weise, ein anderer Grund ist, warum man prahlt. Ja, es, im Allgemeinen ist das verboten. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Schwester, oder wenn es eine Schwester ist, doch, was ist, wenn man vorher nicht wusste, dass es eine große Sünde war und zwei Alka gebetet hat und Tauba gemacht hat? Im Allgemeinen sowieso, wenn man Tauba macht, ja, aufrichtig bereut, egal was du gemacht hast, Allah wird das inshallah annehmen, egal welche Sünde man gemacht hat. Ja? Auch wenn du Schirk gemacht hast, wenn du Schirk, die allerschlimmste Sünde, wenn du Mord begangen hast, du kannst, solange du lebst, kannst du vor jeder Sache Tauba machen und zu Allah zurückkehren. Ja, dieser Vers, in Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt nicht, dass man ihm beigesellt, aber er vergibt alles, was da drunter ist, wem er will. In diesem Vers ist gemeint derjenige, der diese auf diese Art und Weise stirbt. In Allah la yaghfiru an yushraka bihi, derjenige, der Schirk gemacht hat und so gestorben ist, Allah wird ihm das nicht verzeihen. Aber alles, was da drunter ist, aus Schirk, das heißt große Sünden, kleine Sünden, ja, aber Allah vergibt alles, was da drunter ist, wem er will. Was er will, wem er will. Ja, da drunter, weniger als das. Große Sünde, Allah, es kann sein, dass du eine große Sünde machst, du hast Alkohol getrunken. Verzeiht er nicht, wenn du so stirbst. Das bedeutet der Vers. Ja. In Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yamutu ala shirk. Und der stirbt bei Schirk. Richtig, aber guck mal, der Unterschied ist, derjenige, der Schirk macht und so stirbt, ihm wird nicht vergeben, das wird ihm nicht vergeben. Das heißt, er wird für ewig in die Hölle gehen. Ja? Die anderen Sachen aber, die vergibt Allah. Also auch wenn du so gestorben bist, mit einer ist Alkoholiker, der stirbt als Alkoholiker. Er ist in der Wahl von Allah, fi mashiatillah. Allah also hat die Wahl, Allah wird ihn entweder vergeben, von sich aus einfach vergeben, oder Allah wird ihn bestrafen für eine Zeit, dass er rein wird. Aber zu Lebzeiten, jetzt wo wir gerade leben, da kannst du auch von Schirk, Allah verzeiht auch Schirk, wenn du Tauba machst. Ja? Deswegen die Sahaba, radiallahu anhu, die meisten Sahaba waren Muschrikin. Die haben ja, bevor der Prophet Muhammad zu ihnen gekommen ist, oder auch als der Prophet Muhammad da war, Khalid ibn Walid, Abu Sufyan, radiallahu anhu, die Frau von Abu Sufyan, und so, die waren alle, ja, die waren alle Muschrikin, die waren ja alle Götzendiener. Aber sie haben dann irgendwann die Tauba gemacht und haben den Islam angenommen. Die haben auch Götter angebetet neben Allah Azza wa Jalla in Mekka. Solange du lebst, während deines Lebens, kannst du vor allen Sünden Tauba machen. Und Allah akzeptiert es. Aber dieser Vers ist, wenn man so stirbt, wenn du stirbst mit Schirk, Allah verzeiht das nicht. Ja? Verstehst du? Nein. Das macht sehr viel Sinn, subhanallah. Okay. Guck mal hier auf Facebook, ob jemand noch eine Frage hat.